Ey, so eine große Paletto-Statue. Boah, wäre das cool. So, Leute, wir gehen direkt rein in die Shorts. Jeden abgelaufenen Artikel, den man im Kaufland findet, bekommt man 2,50 Euro. Und ihr habt mir mal wieder heiße Tipps zukommen lassen. Das habe ich ja noch nie gehört. Welche Produkte genau noch abgelaufen sein könnten? Proteinriegel? Vertrau mir, Bruder. Keiner kann Cranberry sein. Ja. 8.24. Hier, warte mal, 31.01.24. Ja, der war schon. Das ist gestern abgelaufen. Am Ende gehen wir natürlich wieder an die Info. Achso, okay, für jeden einzelnen Artikel. Also, das ist jetzt nicht so, dass wenn du 10 Schokoriegel hast, dass du dann 25 Euro dafür bekommst. Ah, okay, okay. Sondern nur einmal 2,50. Wir bekommen. Meistens bei den türkisch-arabischen Lebensmitteln. Klassiker, gefüllte Weinblätter. Nee, die sind ewig haltbar. Bis 26 haltbar. Ja, ja. Ich liebe ja türkische Süßigkeiten. Aber 9.24, damit werden wir nicht glücklich. So Konserven und Dosen, die sind immer unfassbar lang haltbar. Feier auf Istanbul. Bis 2025 noch haltbar. Also in der türkischen Ecke habe ich leider nichts finden können. Schau mal in der Getränkeabteilung bei Cola. Ah, doch nicht bei Cola. Es kauft noch voll viele. Ach, Cola-Mix, das kauft sich doch auch kein Mensch. Ja, ist noch bis August haltbar. Ja, ist noch ja. So ein bisschen staubig. 31.01. Yeah. What? Coca-Cola abgelaufen? Ah, okay, das ist die Cola Zero. Aber krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass da so ein Durchlauf ist, dass die immer weg sind. Damit haben wir jetzt zwei Produkte. Ich habe diese zwei abgelaufenen Produkte gefunden. Pro Kunde einen Gutschein gibt es. Ach so, nicht für jedes Produkt ein. Ach so, pro Kunde. Ihr habt es gehört, pro Kunde einen Gutschein. Wer muss das von euren Freunden wissen? Ja gut, 2,50 ist jetzt vielleicht nicht der beste Stundenlohn, wenn du da die ganze Zeit durch den Laden läufst. Und praktisch deren Arbeit machst. Aber hey, wenn man das zufällig mal entdeckt, ist es schon cool. Wir alle haben als Kind Shrek geschaut. Oh nein, jetzt mach bitte nicht wieder was kaputt. Aber ist euch da nie etwas aufgefallen? Esel erscheint in der ersten Szene direkt auf dem Markt mit Pinocchio. Und könnt ihr euch noch an die Geschichte von Pinocchio erinnern? Warte mal, eine Sekunde. Ja, das muss ich auch sagen. No front, ey, ohne Witz. Ich sag ständig Sachen falsch und betone irgendwas. Aber das ist mir aufgefallen mit, es heißt doch Pinocchio und nicht Pinocchio. Lasst uns mal kurz nachschauen. Wie gesagt, ganz ehrlich, ich habe vor allen Dingen bei Fußballspielern, die spreche ich manchmal sehr interessant aus. Pinocchio werden ganz, sag mal, ganz viele Kinder auf die Zirkus-Spaßinsel eingeladen. Dabei wird den Kindern angeboten, so viel Tabak zu rauchen und Alkohol zu trinken, wie sie wollen. What? Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, aber die verteilen hier wirklich Zigarren, als wären es Süßigkeiten. Warte, was? Bei Pinocchio? Ach du Scheiße. Sehr kinderfreundlich, der Film. Doch plötzlich verwandeln sich alle Kinder, die geraucht und getrunken haben, in einen Esel, um dann auf dem Markt verkauft zu werden. Jetzt mal ohne Witz, daran kann ich mich null erinnern. Ich weiß auch nicht mal, ob ich den Film damals geguckt habe. Ich weiß aber, dass Disney-Filme manchmal schon krass waren. Ist das die Vorgeschichte von unserem geliebten Esel? Ach du Scheiße. Es würde erklären, wieso er immer so kindisch ist und sich wie ein Mensch verhält. Und jetzt mach endlich das scheiß Plus weg. Deine For You-Page gehört sowieso schon mir. Ja, du warst in letzter Zeit wirklich viel da. Heute ist ein neuer Minecraft 1.21 Snapshot erschienen. Oh. Und dieses neue Feature hier ist der absolute Knaller. Ab sofort droppen die neuen Breeze-Mobs, nämlich dieses neue... Bitte, was seid ihr? ...Item hier namens Windcharge. Ähnlich wie die Fernkampfattacke dieser Mobs, kann der Spieler sie nutzen, um sie auf Mobs oder Gegenstände zu werfen, um entweder Knockback und Schaden auszuteilen oder aber jede Art von Türen oder Redstone zu aktivieren. Oha. Der Haupt-Use allerdings ist die Möglichkeit, seinen eigenen Sprung zu boosten. Dadurch kannst du nicht nur einen, sondern insgesamt gleich 4 Blöcke hochspringen. Außerdem, Alter, wird der Fallschaden immer von dem Block berechnet, auf den du diesen Windcharge wirfst. Stellt man sich dabei schlau genug an, kann man mit diesem Feature schnell und einfach Wände hochklettern, wie in diesem Falle hier. Zudem sei gesagt... Ja gut, aber die Frage ist, wie viele Charges man so easy bekommen kann. Dass man dieses Item nicht craften, sondern nur als Drop finden kann und es einen Cooldown von einer... Das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand wieder so eine Farm baut. Eine Sekunde gibt. Eure Meinung dazu? Ich find's cool. Das ist ein freaking Minecraft-Kostüm. Und das sieht ja unfassbar geil aus. Wo kann man das bekommen? Alter. Ey, ohne Witz, sowas hätte ich gerne als Paletto. Wisst ihr, was ich meine? Alter, wäre das geil. Das wäre ja... Alter. Ey, so eine große Paletto-Statue. Boah, wäre das cool. Das wäre krass. No front an dich, Mega-Mini-Palu. Du bist auch gigantisch. Aber ich will dich ja nicht aushöhlen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich will...
Das wäre cool. Diese Fortnite-Cheater haben Streamer hart getrollt. Zum Beispiel CypherPK, der wie aus dem Nichts von Schüssen aus der Luft getroffen wurde. Schnell stellte sich aber heraus, dass es ein fliegender Cheater war, der aber so schlecht in dem Game ist, dass er am Ende an der Zone gestorben ist. Aber noch lustiger war es bei Lawyer, die live on stream von der anderen Seite der Map gesniped wurde. Sie nahm es aber ganz lustig und schaute dem Cheater zu, wie er mit seinem Boot... Ich muss sagen, ich habe noch nie, glaube ich, einen Cheater gesehen in Fortnite. In Fall Guys allerdings, Junge, eine Zeit lang war das so schlimm mit den Cheatern. Wir alle haben als Kind das... Nein, ich kann das jetzt nicht mehr mit dem Dschungelbuch, Mann. Messi zahlte seinen Nachbarn 1,1 Millionen Euro, um seine Ruhe zu haben. Als Messi bei Barcelona war, waren seine Nachbarn sehr nervig und laut. Sie störten ihn und seine Familie. Er hat sich öfter bei denen beschwert, aber es hat sie nicht interessiert. Er hat sogar einen Lärmschutz um sein Haus gebaut, aber es hat nichts gebracht. Dann nutzte Messi über 100% seines Gehirns und kam mit einem genialen Plan. Das Ding ist, ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich dann irgendwann in mein Haus ziehe, dass man so richtigen Beef mit den Nachbarn hat, weil das irgendwie so mega die Assis sind. Er kaufte den... Oder weil Paletto der Assi ist. Yeah. ...Nachbarn das Haus einfach für 1,1 Millionen Euro ab. Ja gut, 1,1 Millionen juckt Messi wahrscheinlich gar nicht. Matthias, können Sie eigentlich schwimmen? Hä, wieso sollte er nicht? Richtig, wieso sollte ich es nicht können? Naja, es verwirrt mich, weil rein physikalisch sollten Sie schwimmen können, weil Sie erholt sind, aber dann wiederum nicht, weil Sie ja nicht mehr... Genau an dem Punkt hätte der Lehrer mich schon längst rausgeschmissen. Und direkt zum Direktor. Ganz dicht zum... Lächerlich. Kannst du denn schwimmen? Nö. Und jetzt? Habt ihr gehört? Er kann nicht schwimmen. Selbst Hunde können schwimmen. Er hat deine Mutter beleidigt. Können sie denn jetzt schwimmen oder nicht? Ja, klar. Dann gibt es ja keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und einem Hund. Ich errate das Alter eurer Haustiere. Wir haben zwei Hunde. Oh, ja, warte. Ich sag, der linke ist 3 und der rechte, der ist schon ein bisschen älter, der ist 9. Cool aus, 1 und 2 Jahre. 2 und 8 Monate? Ah, okay, schade. Ich dachte 8 Jahre. Ist das ein Pferd oder Pony? Ich hab keine Ahnung von... Ich auch nicht, ich sag 6. 12 Jahre? 34. Was? So alt können die werden? 34? Wie alt wird so ein Pferd? Ein weiterer Hund? Ich dachte, das war ein Esel. Oh, der ist 6. Ich sag 8 Jahre. 11. War nah dran. Noch ein Hund. Ey, ich kann... Aber der sieht schon ein bisschen älter aus. Und diesmal der ist 10. 10. 12. Ja, da war ich nah dran. 10.000 Likes gibt's den nächsten Teil. Folgt, um das nicht zu verpassen. Das hat aber Spaß gemacht. Das fand ich ganz cool. Oh, das ist wieder... Den haben wir schon mal gesehen, Alter. Der macht... Das ist ein... Nee, was ist das? Oh. Okay, das sah kurzzeitig ein bisschen sus aus. Eine Erdbeere. Ja, ja. Das wird auf jeden Fall eine... Ja, 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 ja. Krass. Das ist ein dickes Ding. Lecker Mandels. Oder warte, warum ist das... Ah, ja, okay, ja, ja. Wird auf jeden Fall eine Erdbeermann... also... Okay, ja, okay. Ihr wisst, was ich meine. Ist schon heftig, was der macht. Das Video hat auch 3,5 Millionen Likes. Boah. Das ist schon heftig. Aber ich will auch nicht wissen, was das Ding gekostet hat. Also. Oh, was würde denn das jetzt? Ach, in die... Alter. In den Dingen sind ja auch die Dinger. Frau kaufte im Flugzeug alle Erdnusstüten auf, um keine allergische Reaktion zu bekommen. Leah Williams kaufte für 168 Euro 48 Erdnusstüten auf einem Euro... Ah, weil vielleicht die Luft, wenn die Leute das essen, dann wird auch ein bisschen so die Luft und so. Übrigens Flug von Düsseldorf nach London. Diese konnte sie noch nicht mal essen, denn gegen Erdnüsse ist sie so allergisch, dass schon das Essen in ihrer Nähe eine allergische Reaktion auslöst. Die Flugzeugcrew hat sich geweigert, eine Borddurchsage mit Hinweis auf ihre Allergie durchzuführen. Aber warum denn nicht? Das wäre doch rücksichtsvoll. Die einzige Lösung, alle Packungen selbst aufzukaufen, damit niemand auf die Idee kommt, Erdnüsse zu snacken. Wie hättet ihr reagiert? Hätte sie denn... Ich finde das komisch, dass die Crew da... Oder notfalls hätte sie ja selber kurz... Leute, moin! Hey, hello, it's me, Patrick. I'm allergic to nuts. Please, don't buy the nuts. You can buy everything else, like the Gummibärchen and something else. But please, no nuts. Thank you. An alle Einbrecher. Oh nein. Mein Haus ist wieder auf dem neuesten technologischen Stand. Ihr kommt zur Tür rein. Dadurch rollt eine Orange über ein Keyboard und ich werde gewarnt. Am Boden taktische Ausrutschwalnüsse. Fällt mit dem Kopf auf den Rucksack. Im Rucksack ein Waffeleisen. Sofortige Gehirnerschütterung. Steht wieder auf. Nun werdet ihr von meinem Kumpel Mehmet erschreckt. Junge, woher hat er das? Am Boden ein Gespensterbuch. Wenn ihr das liest, bekommt ihr Angst. Jetzt fliegt eine Axt auf euch zu.
Und dann müsst ihr gegen meinen Spider-Bro Wolfgang kämpfen, der durch einen... Alter, er hat aber auch Monster. ...Energy-Drink immer wachsam ist. Und selbst wenn ihr das alles überstanden habt, dann habt ihr es mit mir zu tun. Ich bin eine Spinne. Junge, was gucken wir uns da an, Mann? Ich bin echt schlecht in Tekken, also wirklich. Oh, Tekken, Alter, das erinnert mich. Das war auch eins der ersten Spiele, die ich auf PlayStation gedaddelt habe. Na, das ist aber schon ein anderes Tekken. Und dabei spiele ich das Spiel eigentlich, seit ich denken kann, also seit 2 Monaten. Darum habe ich mich entschieden, aufgrund von, sagen wir mal... Ja, es gibt ein neues Tekken. ...schlechten finanziellen Entscheidungen, dass es an der Zeit wird, Tekken zu lernen. Junge, die Schlechten haben immer mit Eddie gespielt. Hallo, guten Tag. Ja, also Sie sind ja heute hier wegen dem Lukas, ne? Hallo. Ich kann Ihnen nur sagen, in 50 Jahren meiner beruflichen Laufbahn... Das Ding ist, Elternsprechtag war bei uns immer so, dass nur die Eltern dahin gehen, nicht die Kinder. Hatte ich noch nie so einen Hur... Wissen Sie, er passt im Unterricht nicht auf und redet durchgängig dazwischen. Stimmt das, Freundchen? Nein, das stimmt doch nicht. Meine Damen und Herren, kommen wir zu den Noten. Auf dem Zeugnis kriegt er eine 6, der kleine Hur. Ja, 6 ist ja schon komplette Verweigerung. Hätte ich damals in Spanisch, gab es sicherlich Zeiten, da hätte Paletto eine 6 verdient. Leider. Hey, sprich nicht in das Mikrofon und ich kaufe dir alles, was du willst. Wie heißt du? Joagöbel. Ah, das hast du verloren. Jetzt kaufe ich dir nichts. War natürlich ein Spaß. Was soll ich dir kaufen? 2. Ich find's geil, wie er... Kennt ihr das auch? Die so... Damit man die ganzen Schneeflocken snackt. Ich habe aber mal irgendwie gehört, dass es nicht so gut sein soll. Dann würde ich sagen, gehen wir das direkt kaufen, oder? Wie alt bist du? 3 Jahre alt? Cool. So ein süßer Fratz. Oh, stimmt, es gibt gar kein Toys R Us mehr. Das ist jetzt irgendwie immer alles so dieses Smith oder so. Was du willst, okay? Das da will ich alle. Und das. Das auch noch? Und was mit Spider-Man? Wir sind lange nicht fertig hier, ne? Was ist dein Lieblingsessen? Reis. Oha, Reis ist gut. Reis. Dann nehmen wir das Tier mit, würde ich sagen. Ich will den. Den Schlitten? Ja. Oh, Junge, der hat jetzt Weihnachtsgeschenke bis 2030. Wollen wir direkt zur Kasse? Ja. Einmal die Sachen hier bitte. 418,40 bitte. So, Noah, hier sind die Sachen. Ich hoffe, du fragst. Die Mutter denkt sich auch, was geht jetzt hier ab? Freu dich. Was sagt man da? Danke. Gerne, gerne. Oh. Grüße nach dem Munde, wunderschönen Tag. Klatsch ein. Guten Tag. Guten Tag. Süßer Fratz. Niemals kann man das essen. Wie ihr wisst, darf ich die nächsten 24 Stunden nur Sachen essen, die durchsichtig sind. Wofür ich dann auch extra einkaufen war und nur durchsichtige Lebensmittel gekauft habe. Wie ihr wisst, gab es nach frischem Kokosnusswasser und nur den weißen Gummibärchen. Eine Portion Glasnudeln mit durchsichtiger Soße. Im Gegensatz zu der Cola, die ich noch mit Milch durchsichtig machen musste. Oh, Digga. Und war dieser durchsichtige japanische Kuchen irgendwie viel zu süß und nicht so lecker. Der Bubble-Tee mit den Perlen, die so zerplatzen, war dafür richtig gut. Genauso wie die selbstgemachten Chips aus Reispapier. Doch was ich dann fürs Abendessen gefunden habe und essen musste, jetzt in meinem neuen Video auf dem Hauptkanal. Es klingt alles irgendwie ekelhaft, oder? Wenn dein Freund beim Zocken nur ganz kurz weg muss. Bro, ich müsste mal ganz... Malte, du weißt es ganz genau. Du warst immer eine Stunde essen. Er kam nie wieder. Wer ist Basti GHG? Basti GHG, hab ich noch nie von gehört. Manuel wirft die Hände ab. Bastis Karriere begann zusammen mit seinem Freund Patrick, als beide einen YouTube-Kanal Paletto? Namens German Hunger. Ah, ja, was viele nicht wissen, ich habe zusammen mit Basti angefangen mit YouTube und dann trennten sich unsere Wege. Junge, was das für ein Plot-Twist wäre. Games oder auch später German Hunger Games HD erstellten. Dafür steht das GHG, by the way. Als jedoch Patrick sich langsam aus der Minecraft-Szene zurückzog, setzte Basti seinen Content fort und ist für die meisten heute der Minecraft-YouTuber schlechthin. Ja, also ich muss auch sagen, so von dem, was ich so beobachte, ist er der die Minecraft-Szene aktuell so ein bisschen carried. Mit natürlich vielen anderen, denn viele Challenges werden auch ohne die Leute, die zum Beispiel bei den Challenges dabei sind, auch gar nicht möglich. Das muss man auch sagen. Das habe ich ja auch schon mal selber erwähnt, dass man auch als YouTuber ganz oft, ey, was hätte ich gemacht ohne zum Beispiel den Freedom Squad oder aber auch noch viele, viele weitere, die mich auf meiner langen Reise begleitet haben. Aber jetzt habe ich vergessen, auf jeden Fall, genau, ja doch, es gab viele, viele Jahre vor Basti, also bevor Basti jetzt so dieses ganze Challenges und so weiter auf ein nächstes Level gebracht hat, davor gab es ja eher diese ganze Projektzeit. Wisst ihr, was ich meine? So sei es Minecraft Mark,
auch noch die Varo-Zeit, Minecraft Leben, Minecraft Freedom, Mega-Projekt, Minecraft Hero, Minecraft Geld. Es gab so viele Minecraft, Craft Attack natürlich auch, aber es gab in der Minecraft-Szene viele Phasen oder auch die Bed Wars-Zeit und davor noch die Survival-Games-Zeit. Ey, das ist, ach, Minecraft ist einfach so ein geiles Spiel, Mann. So ein geiles Spiel. Ohne Witz. Es ist so vielseitig. Am 14. Januar 2016 startete er zudem auf Twitch mit Livestreams und ist bis heute jeden verdammten Tag live. Im Laufe der Zeit wurde er auf Twitch und YouTube immer bekannter, vor allem durch... Ich muss ja auch sagen, ich finde das auch immer krass, wenn Leute so durchziehen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn Leute einfach ein bisschen hasseln. Seine Minecraft-Challenges und verrückten Geo-Skills. Da haben wir Kasachstan, Estland, Venezuela, Sri Lanka, Chile. Sri Lanka war ich mal. Der hat ihn jedoch noch niemand gesehen. Das Einzige, worüber viele Leute munkeln, ist, dass er damals, als er noch keinen Erfolg hatte, auch Bilder von seinem Gesicht hochgeladen hat. Ist doch scheißegal, wie er aussieht. So Leute, scheißegal ist es aber nicht, dass jetzt Ende Gelände ist. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.